In Rheinland-Pfalz sind die Zuständigkeiten für Naturschutz und Landwirtschaft in einem Ministerium zusammengeführt. Im Vertrag Naturschutz verfolgen wir gemeinsame Ziele und wir wollen Naturschutz durch Nutzung vor Ort umsetzen. Ich kann Ihnen sagen, bei der Entwicklung der Programme gab es keine Probleme. Allerdings muss man auch feststellen, dass es zur Umsetzung der Programme der Fachexpertise unserer Fachleute bedarf. Wir hatten Anregungen von Landwirtinnen und Landwirten, die Vertragsnaturschutzprogramme flexibler auszugestalten. Und diese Anregungen haben wir mit der Entwicklung der Kennartenprogramme umgesetzt. Mein Name ist Lena Berger, ich bin ein junger Landwirt aus Rheinland-Pfalz. Und wir machen dieses Programm Kennarten einfach aus dem Grund, wir möchten den Artenreichtum erhalten. Wir mögen die Flexibilität dieses Programmes, da wir frei wählen können, wann wir mähen und wann wir die Wiesen begehen. Und das bietet uns auch somit eine bessere Futterqualität, weil wir freier entscheiden können und trotzdem den Artenreichtum erhalten und pflegen können. Durch die Kennartenprogramme habe ich mehr Bewusstsein für die Artenvielfalt auf unseren Wiesen bekommen und dass es schützenswert ist, diese zu erhalten und zu pflegen. Im Vergleich zu unserem vorherigen Programm haben wir bei diesem Programm kein festes Datum, ab dem gemäht werden darf. So können wir uns frei nach Wetter und Aufwuchs richten und somit auch für unseren Hof eine bessere Futterqualität gewährleisten. Ich gehe die Flächen einmal im Jahr kurz vor dem ersten Schnitt ab und notiere dabei die vorkommenden Kennarten nach einem bestimmten Schema. Zur Hilfe stehen mir da bestimmte Materialien und Bestimmungsbögen, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Mir wurden alle Materialien und Hilfestellungen von einer Beraterin gegeben. Sie gab mir auch praktische Anleitungen bei der Bestimmung der Kennarten und steht auch immer noch bei Fragen oder Unklarheiten zur Verfügung. Ich bin Beraterin für Landwirte, für Naturschutzzwecke. Und der Hauptvorteil der Kennartenprogramme ist, dass sie sehr flexibel gehandhabt werden können und dadurch von den Landwirten verstärkt auch nachgefragt werden und akzeptiert werden. Ja, ich erkläre dem Landwirt, wie er die Kennartenaufnahme macht, wie er den Transekt legt und zeige ihm die verschiedenen Kennarten und bestimme die mit dem auch gemeinsam. Die Evaluierung zeigt, dass die Artenvielfalt über die Jahre angestiegen ist, zum Teil gleich geblieben, aber meistens angestiegen ist. Und ebenso ist die Teilnahme der Landwirte an diesem Programm auch angestiegen über die Jahre. Bei der Erstellung der Kennartenbroschüre war es für uns die Herausforderung, spezielle Indikatoren für die unterschiedlichen Naturräume in Rheinland-Pfalz von den Tieflagen bis zu den Mittelgebirgen zu finden. Gleichzeitig sollten es leicht zu bestimmende Arten sein.